Mein Name ist Arvin und ich bin der, der erbarmungslos deine Kindheit zerstört. Die Kindheit ist für viele von uns ein sehr schöner Bestandteil des Lebens und ich weiß nicht, ob ich mich gut oder schlecht dabei fühlen soll, diesen Teil eures Lebens oder eurer Erinnerung zu nehmen und so zu behandeln, als wäre es einlagiges Klopapier in Schultoiletten. Aber ich sag's mal so, ich lebe für die Gerechtigkeit und was ist daran gerecht, wenn ich die Wahrheit kenne und eine Plattform hier habe und euch nichts davon wissen lasse, ja? So traurig das Ganze auch ist, wir müssen jetzt gemeinsam durch. Drake und Josh hatten wir ja, Hotel Zack und Cody auch und jetzt ist Hannah Montana dran, ja? Wir fangen gerade erst an, meine Freunde. Eigentlich sollte das Video die Wahrheit über Miley Cyrus heißen. Ja, die Schauspielerin heißt wirklich so, nicht nur in der Serie. Hannah Montana ist aber, denke ich, etwas bekannter, ja? Vor allem geht es hier ja hauptsächlich um ihr Leben in ihrer Zeit als Hannah Montana. Das Originalvideo, beziehungsweise das Video, aus dem ich 99% dieser Informationen hier habe, ist natürlich wie immer ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wir reden nicht so lange drum rum, kommen wir einfach mal direkt zur Sache. Von 2006 bis 2011 lief wohl die wahrscheinlich coolste Disney Channel Serie für uns alle, Hannah Montana. Ich denke, alle sind sich da so gut wie einig, außer leider Miley Cyrus. Sie war nämlich die schlecht bezahlteste Darstellerin, arbeitete 12-Stunden-Schichten und hatte in ihrer kompletten Jugend mit Identitätsstörungen zu kämpfen. Disney hat dieses Mädchen kontrolliert, bis sie sich letztendlich dazu entschieden hat, sich davon loszulösen. Darauf erstmal ein Suchti. Miley war gerade einmal 9 Jahre alt, als ihre Schauspielkarriere in einer Serie namens Doc begann. Ihr Vater spielte, wie unschwer zu erkennen ist, die Hauptrolle in dieser Serie und ja, ihr richtiger Vater spielte auch ihren Vater in Hannah Montana. Hannah Montana war eine neue Disney Channel Serie, in der es um eine Teenagerin ging, die ein Doppelleben als Popstar führte. Die Produzenten haben tausende Kinder für die Rolle gecastet, bis es dann letztendlich Miley Cyrus wurde. Miley hat die Rolle als Hannah Montana nicht nur gut gespielt, sie hat sie wirklich gelebt. Ihr Vater war ein bekannter Musiker und sie war eine sehr talentierte Sängerin und die Chemie zwischen Vater und Tochter hat so gut gepasst, dass ihr echter Vater, wie schon gesagt, auch die Rolle des Vaters in der Serie übernahm. Miley Cyrus hieß also in der Serie auch Miley Cyrus und ihr Vater in der Serie war ebenfalls ihr echter Vater. Okay, Bro, jetzt kann ich verstehen, warum sie Identitätsstörung hatte, Digga, was geht hier ab? Die Serie wurde im März 2006 das erste Mal ausgestrahlt, hatte 5,4 Millionen Zuschauer und war somit zu der Zeit die meistgesehenste Serie in der Geschichte vom Disney Channel. Miley lebte also ihren Traum. Sie war sowohl ein Star in der Serie als auch im echten Leben. Ihre Eltern waren glücklich und alles war schön. Natürlich kann aber nicht alles immer gut laufen und der Druck auf die junge Schauspielerin wurde immer größer. In Mileys Karriere ging es vom ganz normalen Schauspielen ganz schnell zu 12-stündigen Arbeitstagen, Aufnahmesessions, Live-Auftritten und so weiter. Und das Ding bei der ganzen Sache war, dass Fans sie nur als Hannah Montana akzeptierten. Das heißt, sobald sie mal draußen war, hieß es nur, wo ist die Perücke, wo ist Hannah, und sie dachte sich die ganze Zeit, hey, ich bin doch Hannah Montana, auch ohne Perücke. Gerüchten zufolge soll sie $15.000 pro Folge verdient haben, was im Vergleich zu anderen Schauspielern sehr wenig sein soll. 2016 sagte Miley in einem Interview, ich wusste es nicht besser. Mein Name war Miley in der Serie, aber mein Name gehörte nicht mir. Das erste Hannah Montana Album, was 2006 released wurde, ging 3-mal Platin, hat extrem viel Geld eingebracht und man geht davon aus, dass Miley extrem wenig davon profitiert hat, ja, weil bei der Zertifizierung nicht mal ihr Name als Künstlerin angegeben war. Die Serie war extrem profitabel, auch was das Merchandising angeht. Miley hat wie ein Hund gearbeitet und hat sehr viel Geld eingebracht. Der von Disney erschaffene Charakter Hannah Montana war also extrem erfolgreich, Miley Cyrus aber leider nicht. Und jetzt kommt ein krasser Plot-Twist, jetzt passt auf. Wenn man nämlich ein bisschen recherchiert, findet man heraus, dass Miley Cyrus früher anders hieß, und zwar hieß sie Destiny Hope Cyrus. Sie hat nämlich offiziell erst im Jahr 2008 ihren Namen in Miley Cyrus umbenannt, ja, und der Grund oder die Theorie, warum sie das gemacht hat, ist, damit sie unter ihrem neuen Namen Miley Cyrus von da an neue Verträge abschließen kann und bessere Bedingungen ausmachen kann. Davor hat sie nämlich wie ein Hund gearbeitet und die Verträge liefen über den Namen Destiny Hope und der Name Miley, der hat sozusagen Disney gehört. Da Cyrus aber ihr echter Nachname ist, konnte sie legal ohne Probleme ihren Vornamen in Miley ändern. Zack, Miley Cyrus. Und sie konnte alles von da an über den Namen Miley Cyrus laufen lassen, ja, es ist eigentlich so ein Fuchs-Move. Das soll aber nicht der einzige Grund sein, warum sie ihren Namen geändert hat. Miley hat es sehr gestört, dass Hannah Montana so krass von Miley Cyrus differenziert wurde von den Fans und das ist auch absolut nachvollziehbar. Sie sagte nämlich selbst, dass Hannah Montana eigentlich kein Charakter ist, das ist einfach sie selbst, nur mit einer Perücke. Sie hat absolut recht, ne? Ich meine, Hannah ist Miley, setzt die Perücke ab und sie ist von der Persönlichkeit exakt die gleiche Person. Ihre Identität als Künstlerin wurde einfach nicht richtig wahrgenommen bzw. anders interpretiert und das nur wegen einer Perücke. Sie wollte sich also von Hannah Montana loslösen. Breakout, veröffentlicht im Juli 2008. Ein sehr erfolgreiches Album ist Platin gegangen und sie veröffentlichte zudem in der Zeit freizügige Bilder, was Disney wiederum gar nicht gefallen hat, ja, weil sie so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist mit sowas. Mit ihren kontroversen Sachen war sie aber extrem erfolgreich. Sie hat zum Beispiel
66 Millionen Dollar mit ihrer Tour eingenommen auf ihren eigenen Namen. Sie gab öffentlich zwar nicht zu, dass es jetzt für sie vorbei ist mit der Serie, aber sie sagte trotzdem, dass sie jetzt in eine neue Richtung gehen will. So gut es anfangs auch lief, sie verlor mit der Zeit leider ihren Hype und ihr nächstes Album war ein absoluter Fail. Sie stand in einer Position zwischen dem Charakter Hannah Montana und ihrer eigentlichen Person Miley Cyrus und es ging nur schwer voran für sie. Als sie 18 wurde, wurde ein Video veröffentlicht, in dem sie, ihr wisst schon was raucht, was ich aus Werbefreundlichkeitsgründen nicht erwähnen will. Als das rauskam, sind einige Deals geplatzt und sie fing an zu verstehen, dass ihr Starleben hauptsächlich einem fiktiven Charakter von damals gewidmet war. You know, there's times that you hear what you should be. So much that you lose like what you actually are. Sie bekam immer mehr Probleme mit Disney, veränderte sich zu einem komplett anderen Menschen und war nicht mehr die Miley, die man von früher kannte. Als damals die neu angekündigte Staffel Hannah Montana verschoben wurde, dachten alle einfach, sie hat weniger Zeit dafür wegen ihren ganzen anderen Sachen. Und heute wissen wir aber, sie hat es endlich geschafft, sich von ihrem Charakter Hannah Montana zu befreien. Zu welchem Preis aber? Ich habe das Gefühl, dass jeder Kindheitsstar, nachdem wir alle erwachsen geworden sind, irgendwie richtige Scheiße durchmachen musste. Ich kann es aber absolut nachvollziehen, dass all unsere Kindheitsstars irgendwie auf irgendeinem Level Identitätsstörungen bekommen. Ich meine, überleg mal, Miranda Cosgrove zum Beispiel, sie ist und bleibt iCarly für uns, ne? Egal wer was anderes sagt, sie ist iCarly. Und jetzt überleg mal, wie schlimm das bei Hannah Montana sein muss. Ich meinte Miley, ich meinte Destiny Hope Cyrus. Wisst ihr, was mich aber extrem interessieren würde? Ich würde zu gerne wissen, ob sie diese krasse Typveränderung gemacht hat, weil das wirklich ihr wahres Ich ist oder weil sie einfach nur versucht, sich so krass wie es geht von Hannah Montana zu distanzieren. Ihr wisst, Leute, bei diesem Format lese ich jeden einzelnen Kommentar. Schreibt mir unbedingt eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Was denkt ihr? Und tut mir mal bitte den Gefallen. Ihr wisst, Likes sind extrem wichtig für den Algorithmus. Wenn ihr meine Arbeit schätzt, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann lasst unbedingt ein Like da. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt aktiv, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video.